Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Und wenn ihr das jetzt hört, hat der Opa Urlaub, yeah, aber ist noch nicht so weit. Morgen muss ich erst nochmal arbeiten, aber wenn ihr das jetzt hört, dann ist es soweit. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. So, wir haben da schon mal Zäune hingebaut, die wollen wir nach oben hin fortsetzen. Aber ich hatte euch ja letztes Mal schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall noch Bäume abbauen. Deshalb habe ich hier jetzt nochmal eine kleine Baumplantage angelegt. Die wir jetzt mal abernten wollen. mit diesen Schächten hier, ne? Mit diesen Leiterschächten. Das habe ich gemacht, weil Delfino einen Kommentar geschrieben hatte, in dem stand, dass er, ja, dass die dass die Soldaten, beziehungsweise Ritter des 3M-Landes, ja nicht genügend geschützt sind. Wenn sie da hochkrabbeln, ne? Dann könnten sie ja von außen vom Bogenschützen getroffen werden. So war die Aussage. Und er hat da natürlich, wie so oft, recht. Das wäre ziemlich gefährlich für die Bogenauten und Soldaten und Ritter. Und die könnten da sehr schnell von den Feinden einfach mit Pfeil und Bogen abgeschossen werden. Das wäre ziemlich dämlich. Wir müssten natürlich noch irgendwie was haben, womit wir unsere Verteidigung noch ein bisschen verbessern. Momentan sind wir noch relativ ungeschützt, ist noch nicht mal die Mauer ringsrum ist ganz fertig. Und wir haben auch noch gar keine Soldaten im Heerlager. Na, also wir sind eigentlich so ziemlich zwar ausgerüstet, schon mit allem, mit Schmiede und allem, aber es fehlt uns noch so ein bisschen an der Manpower für unser kleines Vor hier. Aber naja, das kriegen wir noch hin. Da werden wir uns schon noch irgendwas einfallen lassen. Der ist schon ein bisschen größer geworden hier, die Baum. Und ich glaube, damit kommen wir jetzt schon mal ein bisschen weiter. Ist nämlich schon fast wieder ein Stack. Sehr gut. Und ich will ja nicht die ganze Folge mit Bäumen abbauen verbringen. So. Hier, dann brauchen wir auch noch hunderte Bäume. Das heißt, dieses Feld hier werde ich noch ein bisschen länger in Betrieb halten müssen, damit wir immer genug Krams haben. Eine Werkbank haben wir auch oben, ne? Hatte ich ja eine oben extra gebaut, hingeschleppt und da oben stehen lassen. Wie so oft. So, dann würde ich sagen, wir fangen mal hier vorne an. Hier haben wir ja schon begonnen überall. Gehen hier mal einen raus. So, zack, das geht ja ganz gut. Und dann können wir jetzt hier anfangen und können schon mal die Dinger hier hochziehen. Das sollten wir eigentlich ziemlich schnell hinkriegen. Und dann kommt oben die Plattform mit dem Dach noch. So. Jetzt hier die Schleichentaste einfach drücken, dann bleibt man nämlich auf der Leiter stehen. Diesen Tipp habe ich mal vom, tatsächlich vom Lordregenten der Nebellande bekommen. Ja, warte, Moment. Aussteigen. Wow. Machen wir hier nochmal. Hier außen kann man dann nicht rumlatschen, das ist einfach nur ein Schutz für die Leute, die jetzt von außen die Mauer hochsteigen. Die können sich dann hier absichern. So, die wollen natürlich, hier soll ja nicht rausgeschossen werden oder so. Okay, können wir gleich ganz nach oben krabbeln. Und hier oben schon mal die nächsten Leitern machen. Das heißt, wir haben hier noch 64, da kommen wir sogar noch ein bisschen mit hin. Ich will auch nicht zu viel machen. Also ich möchte schon viel machen, aber nicht zu viel Leitern meine ich natürlich. So, da unten haben wir ja schon welche, ne? Ja, genau. Können wir wieder hoch. Dann hier raus. Wups. Können wir hier die Leiter nämlich hinsetzen. Gebt dem Turm natürlich auch nochmal eine spezielle Optik. Der hat ja sowieso schon eine sehr brachiale Optik so. Ist jetzt kein Steinturm, soll es ja auch nie werden, hatten wir ja gesagt von Anfang an. Aber er ist schon sehr, wirkt schon sehr wehrhaft, finde ich. Also obwohl er aus Holz, größtenteils aus Holz ist, wirkt er doch recht wehrhaft. So, jetzt machen wir hier nochmal das Ganze. Ja, es wurden natürlich jetzt schon die ersten Fragen gestellt, wann wir denn auf die 1.9 wechseln, die jetzt ja draußen ist. Sobald die ganzen Mods und so hier Optifine. Und eventuell auch die Minimap, das fände ich schon cool, wenn die auch schon fertig wäre dann. Sobald das alles fertig ist, dann würden wir natürlich auch auf die neue Version wechseln. Sie bringt ja hauptsächlich eine zweite Hand dazu. Noch einige andere Sachen, ich weiß, aber hauptsächlich auch Sachen, die was mit dem Kampf zu tun haben. Dass man da jetzt... Oh, da habe ich da vergessen. Da habe ich das tatsächlich vergessen, okay. Dann bauen wir das noch schnell dran. Okay, alles klar, seht ihr? So bemerkt man dann auch seine eigenen Fehler. so, und hatte ich aber nur einen raus, genau. Das war nur ganz oben, waren es dann zwei, alles klar. Und der kommt jetzt so quer hin. Genau, alles ist gut.
Nur in der oberen Etage geht es noch einen weiter raus, weil da ja dann die Turmplattform sozusagen ist, von der aus man dann auch übers Land gucken kann. Da müssen wir gleich nochmal gucken, wie weit man überhaupt gucken kann. Moment. Und zack, stehen bleiben mit der Schleichentaste einfach. Und es geht wunderbar, ey. Und wie oft haben wir da rumgekrepelt auf Leitern und hätten das einfach immer nur so machen brauchen. Naja, man kann ja nicht immer an alles denken, das geht nicht. So, hier nochmal. Zack. Und dann gehen wir einfach auf die Leiter, gehen ein Stück hoch, drücken auf Schleichen und wunderbar. Also das ist dann die STRG, die Shift-Taste. Na, ist das dann. So, jetzt gehen wir ganz nach oben. Wir haben noch 12 Leitern. Das reicht natürlich jetzt nicht, weil hier fehlt uns das auch noch. Wir machen also noch ein paar Leitern. Nehmen wir hier mal einen halben Stack. Zack. Dann brauchen wir noch Sticks auf jeden Fall. Zack. Davon brauchen wir nicht so viele. Und dann machen wir hier nochmal so, so, so und so. Da kriegen wir jetzt... Ja, okay, fehlt uns ein Stick wieder mal. Klar. Dann komm her. Oh, ouch. Hier hätte ich noch gar keine Leitern reingebaut. Verflixt. Das müsst ihr mir noch sagen. Das tut mir auch weh. Ouch. Hier sind ja gar keine Leitern drin. Das heißt, hier käme gar kein Abstieg hin. Ist ja auch blöd. Das müssen wir doch. Hier müssen wir auch einen Abstieg machen. Freunde, das geht so nicht. Und wenn es nur ein Zierabstieg ist. Na, wenn wir hier nur so einen angedeuteten Abstieg hinmachen. Erstmal. Vielleicht machen wir das später auch nochmal anders. Warte, ich gehe mal ganz runter. Dann baue ich mir unten noch ein paar Leitern. Aua, mein Gott. Da war auch wirklich gar nichts. Ne? Oh, alter Schwede. Leitern. Ja, da hole ich mir aber anderes Holz. Oder? Ja. Gucken wir nochmal von unten, wie es aussieht, das Ganze. Wenn das alles symmetrisch ist, wirkt es dann auch nochmal ganz anders. Ah, doch. Ja, ja. Zoom-Taste. Ja, doch. Das sieht schon cool aus. Auf jeden Fall. Ich bin wieder im Pferdestall gerannt. Alter Schwede, es wird Zeit, dass ich Urlaub habe, echt. Hui! Sag ich dann nur. Hui, hui, hui. So, hier kommen, da machen wir einen Stickies raus. Vielleicht haben wir sogar noch Leitern da. Wir müssen ja auch die Ressourcen ausnutzen, die wir haben. Nee, haben wir nicht. Aber Zäune. Zäune haben wir noch. Okay, dann machen wir uns jetzt erstmal hier raus Sticks. Zack. Und aus den Sticks machen wir uns jetzt schön Leitern. Sind jetzt Fichti-Leitern. Die sind auch besonders robust. Zack. Okay. Naja, Eichenleitern wären schon robuster, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ach, sieht cool aus. Das hat's irgendwie. Ich finde, das hat's irgendwie. Mit diesen ganzen Stämmen und so. Das wirkt irgendwie, gefällt mir. Also persönlich. Er hat natürlich jeder einen anderen Geschmack, Gott sei Dank. Und es ist immer noch so dunkel hier. Unglaublich. Wenn man da Wasser reinlassen kann, aber auch nichts spawnen. Also da könnten wir dann auch sicher sein, dass da nichts passiert. So, passt auf. Jetzt müssen wir nämlich Folgendes machen. Wir müssen hier nochmal das ein rausziehen. Komme ich jetzt nicht ran. Arg, Dreckfahrstuhl. Dreckfahrstuhl. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das ganz oben machen. Aber ich möchte es auf jeden Fall in dieser Folge zumindest schon mal stilisieren, dass wir dann in der nächsten Folge, falls wir nicht direkt losreisen, aber trotzdem, ihr wisst schon. Aber trotzdem dann das alles fertig haben hier, den ganzen Turm und alles. Und dann geht's zurück nach Hunsgrab und da kann ich mir dann wieder richtig Zeit nehmen, weil... Also, ich kann mir nicht in Hunsgrab Zeit nehmen, das ist, so war das nicht gemeint. Wir können uns richtig Zeit nehmen beim Bauen dann an der Form Schweinstrecke, weil ich dann wieder viel mehr Zeit habe. Nicht unendlich, aber doch sehr viel. So, okay. Das reißen wir nachher von unten weg. Dann ziehen wir nämlich jetzt die Leiter hier auch hoch, dann ist das wenigstens symmetrisch. Und essen können wir auch nicht mal was. Kurz Fernglas rausgeholt. Sei auf Zoom gedrückt. Und da kann man oben die Zoom-Stufe hier von der Minimap verändern. Na? So, 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 so. So ist ganz klein. So wäre jetzt der ganze Landstrich. So wäre die Festung von oben. So ist etwas größer. Oben, ne? Die kleine Map. Ihr wisst, was ich meine. Und jetzt sehe ich gerade auf der kleinen Map, dass es dunkel wird. Arg. Hm.
Und wir haben kein Bett hier oben. Das geht so nicht. Hier muss ein Schnellabstieg hin. Schnell wieder runter. Lalalala. Und hier kommen wir aber ganz nach unten, ne? Genau, hier kommen wir ganz nach unten. Das ist gut. Keine Monster anwesend, aber ein müder Opa, der jetzt schlafen geht. Gute Nacht. Das ist schon wieder irgendein Skelett. Aber wir sind ja ein Militärlager, da brauchen wir das nicht ganz so. Ne? Ihr wisst schon. Ja, dieses Lager soll natürlich auch den Bewohnern, die wir hier kennengelernt haben, in den einzelnen Dörfern, die anscheinend von den unbekannten Herrschern unterdrückt werden, denen können wir natürlich auch Hilfe leisten, also Hilfestellung leisten. Und man hätte auch eine Leiter machen können, die einfach gerade hochgeht, ne? Aber nein, ich muss es ja immer wieder übertreiben. So, jetzt müssen wir nicht Folgendes machen. Wir müssen einmal ganz hoch. Einmal ganz hoch. Und dann wieder ganz runter. Auf der anderen Seite. Bis es weh tut. Nämlich hier. Ah ne, haben wir schon ganz hoch gezogen. Aber wir haben noch keine, genau. Ja, dann können wir das jetzt machen. Alles klar. Alles ist gut. So, dann gehen wir hier mal raus. So. Zäune hin. Gedämselt. Ja, auch dieser Turm ist natürlich wieder mit sehr viel Rumprobieren entstanden. Erwähne ich ja immer wieder. Immer viel probieren. Ja, stopp. Und ausprobieren. Und wir hatten es ja vorher noch eine andere Form ausgedacht, die wir dann aber nicht übernommen haben. Und da muss man dann halt immer sehen, dass man da eventuell dann nochmal abbricht und nochmal neu das Ganze gestaltet. Und selbst jetzt könnte man an diesem Turm noch ewig lange rumfeilen und noch verschiedene Bauarten ausprobieren. Okay, jetzt ist es auch in Ordnung. Hier ist es in Ordnung. Da drüben auch, ne? Ja, überall Gitter drinne. Alles klar. Also die Schutzgitter für die sind schon mal drinne. So, jetzt könnte man natürlich sägen. Könnt hier natürlich jetzt auch so ein Ding rummachen. So, ne? Ja, hier könnte man das so machen, genau. Da habe ich da auch einen doppelten, ne? Hier. Doppelt, zack und zack. Das ist jetzt sozusagen ja der Turmaufbau hier, ne? Und ich will das schon mit Stämmen machen, das soll schon recht robust wirken, das Ganze. So. Das gefällt mir noch nicht so richtig hier. Hier würde ich nämlich dann eine kleine Variante einbauen. Einfach eine Leiter, also ihr wisst schon. Ein Zaun hin. So, hier und hier. Und auch hier und dort. Dann machen wir nämlich hier jetzt einen Doppelbalken. 1, 2, 3. Hep. 1, 2, 3. Höher machen wir es aber nicht. Dann hier quer, ne? Dann kann man hier auch noch hingehen und hier noch rausgucken. Hier kann man natürlich auch über rausgucken. Und hier könnten wir theoretisch dann auch noch einen Fußboden reindämseln. Dann würde man etwas höher stehen sogar noch. Dann hätten wir hier noch einen Balken fürs Dach, ne? Hier hätten wir noch einen Dachbalken. Heps. Hier noch. Ja, ihr seht schon, die gehen immer Unmengen an Holz bei sowas drauf. Und wie hoch haben wir das? So, ne? Ja, das ist die Höhe. Ja. Okay, dann hier noch einen hin, da noch einen hin. Müssen wir springen. Zack. Hier müssen wir auch wieder springen. Wir haben noch zwei Eichenholz. Das ist echt immer wieder dasselbe. Man denkt, ach ja, damit kommt es jetzt hin. Aber wenn man dieses Rohholz verbraucht, das geht sowas von auf die Ressourcen, das ist unglaublich. So, ne, und dann machen wir da noch ein Dach drauf und dann hat sich die ganze Schlose nämlich erledigt. Okay, wir gehen nochmal runter. Oh, nein! Das ist der Abstieg für die ganz Mutigen. Oder ganz dumm. Ach, hey, aber es ging schnell, ne, könnt ihr nicht anders sagen, es ging sehr schnell. Es ging schnell mit ihm zu Ende.
Wir gucken nochmal von unten, was der Turm, wie der Turm jetzt aussieht. So. Wir werden noch einige Male nach Neugedungen reisen und dieses Heerlager noch weiterbauen. Ja. Gefällt mir eine für sich. Schon ganz gut. So wie es jetzt ist. Ja, doch. Von der Höhe, ne? Ist das schon ganz in Ordnung. Auf jeden Fall. Könnte man sagen. Dann müssten wir das gleiche Gebäck, was wir unten haben, nochmal oben sozusagen nochmal genauso machen. Das wäre richtig cool. Das wäre richtig cool. Das machen wir auch. Also wisst ihr, wie ich meine? Das gleiche Gebäck nochmal, was jetzt da unten ist, da oben nochmal drauf. Hm. Dafür brauchen wir aber ohne Ende Holz. Ohne Ende. Und da unten kommt dann noch ein Dach drauf und dann ist das Ding fertig. Und hier muss die Mauer noch weiter. Alter Schwede, was wir noch an Krams brauchen werden, das ist der Hammer. Und jetzt haben wir hier ein paar Setzlinge vergüldet, weil die hier despawned sind. Arg. Sind die nicht so schön? Das ist nicht so schön. Aber naja, was will man machen? Alles weg. Alles wegkloppen hier. Ganze Holz. Da hinten stehen noch ziemlich viele Bäume. Von hier sieht er auch gut aus, der Turm. Ja, gefällt mir. Und dann haben wir dann schöne Aussicht. Punkt. So. Und wir werden innen auf jeden Fall die Fläche noch einen höher machen. Dass man dann. Ist zwar relativ gefährlich, aber Leute, das sind Soldaten. Die müssen das können. Die müssen auch mit sowas klarkommen. Wenn das mal ein bisschen gefährlicher ist und man da nicht so ein super Sicherheitsgelände hat. Dafür können sie von da aus dann besser zielen. So, das hauen wir alles weg. Ey, und wie genial diese Axt ist hier mit Effizienz 5. Das geht so ratzifatzi, hier so einen Baum mal eben wegzubröseln. Wenn ich die nicht mehr hätte und jetzt wieder mit der normalen Axt hier rumschustern sollte, würde ich, glaube ich, durchdrehen. Das wäre nicht so gut. Wenn die Aufnahme gleich zum Ende ist, dann renne ich hier schnell runter und dann sammeln wir die ganzen Setzlinge ein, die jetzt gleich aus den Bäumen rausfallen werden. Ich will jetzt mit euch natürlich noch möglichst viel bauen. Am kommenden Wochenende, wahrscheinlich am Freitag. Wahrscheinlich am Freitag. War letztes Mal ja auch am Freitag geplant. Da hat es nicht geklappt. Dann kriegen wir es vielleicht diesmal hin. Wird es einen Livestream geben. Mit ganz vielen Sachen. Auch mit Minecraft natürlich. Auch mit, mal gucken. Auf jeden Fall ganz viel. Und es wird bestimmt total lustig. Und der erste Livestream musste ja leider abgesagt werden. Aber der wird dann richtig, der wird doppelt so gut dann. Wie der den es sich gab. Er wird auf jeden Fall besser als der, den es nicht gab. Davon gehe ich schon mal aus. So, jetzt aber hier das ganze Holz weg. Und es ist ganz gut, wenn wir das Holz hier gleich nebenan haben. Das werden wir uns auf jeden Fall erstmal noch so lange erhalten, wie wir noch in Ruhe bauen können, bevor sich die unsichtbaren Herrscher oder die unbekannten Herrscher unsichtbar. Vielleicht sind sie auch unsichtbar. Vielleicht sind sie auch schon überall hier zwischen uns. Und rennen im Lager rum und spionieren alles aus. Und wir sehen das noch nicht, weil die unsichtbar sind. Kann natürlich auch sein. Hm, klar. Nein, ich glaube nicht, dass sie unsichtbar sind. Das wäre gemein. Und ich glaube nicht, dass sie zum Kult hören, weil den Kult haben wir ja besiegt. Heroisch, wie wir sind. So. Und dann werden wir auch mal sehen, dass wir vielleicht ein paar Leute, wenn wir das nächste Mal hierher zurückkehren. Das kann natürlich noch ein bisschen dauern. Ich weiß noch nicht mal, ob es noch in dieser Staffel sein wird. Wir werden immer in unregelmäßigen Abständen mal wieder nach Neugedungen reisen, um hier weiter in unserem Heerlager zu bauen. Aber wann das genau sein wird, kann ich halt noch nicht sagen. Wenn mich wieder danach gelüstet. Und wenn ihr da Bock drauf habt, ganz einfach. Wir dürfen uns nicht zu viele Baustellen schaffen. Aber ich finde, die hat hier einen ganz besonderen Charme. Ich komme immer wieder gerne nach Neugedungen, weil man hier wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen anders einfach werkeln kann. Ist natürlich auch Minecraft, aber es ist halt ein rein militärisches Lager und hier mit der Pegasus und dem ganzen drumherum gebauten. Vor allen Dingen gefällt mir hier besonders gut, dass wir das alle im Grunde, dich nehme ich jetzt mal mit hoch, dass wir das im Grunde alles zusammengebaut haben hier. Also alles, was hier entstanden ist, hat die haben alle Leute aus dem 3M-Land sozusagen zusammengebaut. Jeder hat sich hier irgendwo so ein bisschen eingebracht. Ich weiß nicht, ich glaube, sie sind noch nicht ganz alle. Ich nehme mal diesen Weg nach oben. Ich glaube, der Dune und die Schucke haben hier noch nichts gebaut. Der Powerplayer weiß ich jetzt nicht, ich glaube auch nicht. Also auch an alle Leute, die jetzt hier noch irgendwie auch mal Bock hätten, was zu bauen.
in Neugedung hier in dem Herlager, Entschuldigung, sozusagen hier für die fürs 3M-Land so ein bisschen was beizutragen. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, hier auch was zu bauen. Ja, könnt das ja vorher mit mir absprechen, das fände ich ganz gut, damit das nicht ein wildes Durcheinandergebaue wird. Aber dann ist natürlich durchaus möglich, dass auch ihr hier euren Beitrag leistet. Leistet euren Beitrag, damit wir wieder beim Thema wären. Und jetzt wird es schon wieder dunkel, was mir dann sagt, die Folge ist rum und wenn ich nächstes Mal aufnehme, habe ich tatsächlich Urlaub. Wie schön. So, zack, machen wir es hier noch und hier noch. 1, 2, 3. Ganz schön riskant hier in luftiger Höhe. Ups. Nö, das wäre ein zu tief. So, ist schon richtig. Gut, Leute. Okay, fertig. Haben wir diesen äußeren Kranz schon mal gemacht. Dann geht's in der nächsten Folge weiter. Ich baue jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ich mache hier nur noch das Dach drauf und mache den Turm eben fertig. Und vielleicht, wenn ich es schaffe. Und ich mache hier mal lieber einen Zaun rein, dass ich dann nochmal runterstürze. Und ich sage, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen bis zur nächsten Qual hier aus Neugedungen. Und dann geht's zurück nach Hunsgrab. Aber hoppla.